müssen gar nicht da über die Brücke. So, hier durch und dann sind wir doch schon fast da, oder? Ist, schon ein, ist das ein Goldwäscher? Okay. Oh, hier werde ich ja ein bisschen dolle gesucht mit 300 Dollar Kopfgeld. Aha, ja, was habe ich denn hier gemacht? Ah, stimmt, ich habe ja den aus dem Gefängnis befreit. Das ist wirklich ein Goldwäscher. Kann ihn leider nicht mal begrüßen irgendwie. Well, good luck to you. Wir könnten ihn jetzt natürlich ausräumen, aber ich bin mir nicht mal sicher. Ich bin ja ein Guter, ne? Ich bringe ihn nicht um. Er hat bestimmt Gold gefunden. Niemand sagt das freiwillig, dass er Gold gefunden hat. So. Könnte jetzt übrigens kritisch werden, weil wir wie gesagt gesucht werden. Sollte vielleicht die Hauptstraßen meiden. Lyria, bist du eigentlich völlig bekloppt schon wieder? Ich warte mal darauf, dass sie irgendwie auf meine Tastatur tritt. Einmal hat sie schon meine lokale Aufnahme beendet. Langweilig. Wie, ich töte keine Menschen. Warum ich nicht einfach tötend und brandschatzend durch das Land ziehe? Wie kann ich nur? Was haben wir denn hier? Easy. Ach, ein Holzfällercamp. Da habe ich schon ein paar lustige Fails gesehen, wie Leute quasi von einem Baum erschlagen wurden. Das ist die Frage, wie komme ich am besten da hoch? Das ist natürlich wieder auf dem Plateau gemütlich gemacht, ne? Komme ich, glaube ich, hoch. Sagte er und schaffte es natürlich nicht. Dann hier. Action wollen wir sehen. Ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen Action. Ich habe ein 300 Dollar Kopfgeld hier. In der Gegend. Also da wird bestimmt noch einiges auf mich zukommen, denke ich. So, wo treibt er sich denn rum? Er hat gesagt, er hat hier irgendwo sein Lager. Wird er nicht in der Feldspalte hier sitzen, oder? Er sitzt doch nicht wirklich oben auf dem Berg, oder? Da komme ich nicht hoch. Ob das Pferd darüber springen kann, frage ich mich. Oh. Oh, mein Pferd ist schwer verletzt. Hoppala. Das war ja wieder klar. Das war ja, dass mir das wieder passieren muss. Eieiei, war das gut. Da werden wir mal kurz Pferd füttern müssen.
Diese hässliche Mika, ne? Wo ist denn hier der Aufgang? Hier. Hätte ich auch eher sehen können. Ah, was für ein Kackvogel. Wo hat denn der sein Lager? Echt oben auf dem Berg oder was? Hä? Will ich verarschen? Kann ja halt hier überall sein. Mika. Hallo? Ach, seriously? Ah. Lass mich raten, wenn ich hier jetzt runterhüpfe, breche ich mir alle Knochen. Kann ich rennen? Warum kann ich nie rennen? Ach, weil ich bestimmt schon in dem... Ich bin schon bestimmt in diesem verfluchten Modus drin, ne? Dann gehe ich jetzt hier einfach runter. Mein Inventar ist ja auch schon komplett ausgeblendet. Jetzt kann ich auf einmal rennen wieder, ja? Jetzt geht das jetzt wieder? Nee. Mann. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No, I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow. Lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. There's a spot up this way with a good view of the trail. Na super, jetzt, weil wir nicht schon genug gesucht werden hier. Auch nochmal den nächsten Coup starten. Camping out here like some crazy hermit. Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you. I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. Uria. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Ja, ich mache mir, glaube ich, zu viele Sorgen. Lyria, nein. Ja, wenn man eine Kutsche mehrmals überfällt an der gleichen Stelle wahrscheinlich, ist es ein guter Tipp. Da werden wir doch gleich mächtig auf Widerstand stoßen. Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled at Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I've seen you come full undone more than once now. And you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Ich habe mich ja schon mal ein bisschen selber gespoilert und weiß, dass Maika ein mächtiger Schweinehund ist. Ich werde aber nicht weiter dazu sagen. Es kommt dann noch. Also der ist nicht gerade einer der feinsten.
Auf jeden Fall bin ich der Überzeugung, dass die Postkutsche die wahrscheinlich beste, am besten bewachteste Postkutsche ist, die in dieser Länderei hier rumfährt. Wenn die O'Driscolls die regelmäßig geknackt haben, ne? Also dann ist man ja selber, also ich würde die Route ändern, beziehungsweise würde ich die so hart bewaffnen, dass die nächstes Mal ihr blaues Wunder erleben. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Muss mal gucken, ob ich meine Kamera noch verschieben muss. Weil ich habe ja die zurechtgeschnitten. So, erstmal muss ich... Ah, ich habe schon was. Alles klar. Ich habe nur noch 8 Schuss hier. Ran wahrscheinlich, wäre ganz clever. Bleibst du dran, wie ich dranbleiben kann? Was? Er sagt 10 Meter vorm Ende, wir müssen den Kutscher ausschalten und dann innerhalb von 2 Sekunden ist die Kutsche weg. Das macht ja Sinn. So, Stefan, ich hoffe, das ist genug Action erstmal. Schöne Postkutsche überfallen. Jetzt sollte ich einfach mal... Er schreit auch, dass es ein Überfall ist, ne? Anstatt ran zu sneaken? Muss man nicht verstehen, oder? Daran werde ich mich auch nie gewöhnen, dass ich einfach nochmal manuell nachladen muss. Munition ist halt der Wahnsinn, ne? Die Munition ist der Wahnsinn, die macht so viel Schaden. Moment. Plündern ist wichtig. Kann ich alle looten, ne? Ich hab die alle ziemlich zeitig erschossen, glaube ich. Schade. Schade. Aber immerhin 2 Leichen ist besser als keine. Da ist er wieder, der Loot-Guy, ja. Ja, ich vergesse auch jedes Mal, das Dead Eye zu benutzen, ganz ehrlich. Ist wirklich immer so.
Jedes Mal vergesse ich das. Fährst du jetzt los oder was? Wollte gerade sagen. Ah, ein neues Gewehr. Na, guck mal an. So. Jetzt die Frage, ob das Ding mehr Schaden macht als meins. Ich denke mal. Das haben wir jetzt momentan, ne? Repetierkarabiner. Der ist vom Schaden her, glaube ich, besser. Schaden 2,5 fast. Reichweite etwas über 2,5. Versuchen wir uns das Bild einzuprägen. Nimmt sich nicht so viel, würde ich sagen. Außer, dass die Vertrautheit halt nicht da ist. Ich weiß nicht, wenn die Vertrautheit höher ist, ob man dann besser, also ob man dann noch mehr Schaden macht irgendwie. Das weiß ich nicht. Oder ob es dann generell besser wird. Er hat uns auch direkt mal die Knarre in die Hand gedrückt, ja. Alter, was? Alter Vater. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da schlechte Schützen sind sie auch noch. Die Funktion, die ich immer übrigens immer gesucht habe. War das nicht ein Headshot? Blöd, dass wir jetzt keine Munition mehr haben. Wir müssen die Hochgeschwindigkeitsmunition nehmen. Wie wär's, wenn du dich ein bisschen. Immer noch nicht tot, der Vogel. War was sogar noch beschissener, weil er jede Kugel einzeln nachlädt. Alter Vater. Darüber! Aber nah dran, ne? Fokus den auch nicht, ne? Also, ich mag die andere lieber, ganz ehrlich. Aus dem Grund. Kann ich jetzt eigentlich wechseln? Ne, muss ich ans Pferd gehen, ne? Schon ewig her, ja.
every job I do with you ends in a pile of dead bodies. Since when did you have a problem killing O'Driscolls? You've got a point. Loot, loot, loot. Es sind so viele Gegner auch immer, ne? Das kann nicht realistisch sein. Chill mal. Oh Gott, das arme Pferd ist tot. Einer muss ja das ganze Camp ausbauen, ne? Das macht ihr ja nicht. Ich muss ja die ganze Zeit die Kohlen horten. Ja, chill mal. Ich muss ja meiner Hauptaufgabe nachkommen und looten. Ich habe so die ein oder andere Sache gesehen bei Red Dead Online. Da kostet alles richtig Schotter, ne? Also das ist richtig teuer. Hab's gesehen. Guck mal, wie viele Kreuze hier noch auf der Karte sind. Kann ich das Pferd auch durchsuchen? Könnte ich, geht aber nicht. Wahrscheinlich muss das Pferd dafür stehen, ich weiß es nicht. Pferd liegt, ist leider unerreichbar. Wer kennt das nicht? Ich greife auch nie unter Wasser. Was soll das? Ich sehe übrigens, dass ich den Repetier Winchester auf dem Rücken habe. Und die neue Winchester. Ich verstehe das gerade nicht, warum ich die andere nicht auswählen kann. Ich will ihn doch nur looten. Das ist ein Easter Egg. Es ist ein Easter Egg gefunden worden, das vermuten lässt, dass es einen weiteren Teil von Undead Nightmare geben könnte. Wenn du mir jetzt noch sagst, was Undead Nightmare ist, muss ich leider passen, sorry. Ich hab keine Ahnung. Strömung scheint ja hier ziemlich stark zu sein. Hat die Leichen direkt mal weggespült. Eine Erweiterung von Red Dead Redemption. Undead Nightmare klingt wie ein Zombie-Modus, oder? Also in meinen Ohren. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. That should do it. Come on, let's see if all this is what I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Haben wir gerade $1,200 eingesackt? Und warum habe ich schon wieder einen Zeugen am Arsch? Okay, fella. Also streng genommen wurden wir ja ausgeräumt. Sag ich mal so, ne? Es musste leider sein. Der hat uns ja verpfiffen. Da bin ich jetzt mittlerweile kleines Arschloch.
Karte. Wir reiten dahin. Macht am meisten Sinn. Und von da aus dann rüber nach Valentine. $1,200, Alter. Da komme ich ja gerade gar nicht drauf klar. Yep. Beziehungsweise müsste ich dann mal irgendwo ein Camp aufschlagen. Ah, Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Ich kann die andere Waffe gar nicht mehr nehmen. Ach nee, die habe ich da oben, ne? Ja. Oh, die ist aber schon ganz schön mitgenommen. Oder ist das noch die Wertigkeit, wie ich sie... Zack. Weil wer lädt denn... Der lädt ja wirklich alle Schuss per Hand nach. Das kannst du ja gar nicht geben. Sorry, aber... Sorry, no about no. 600 für jeden, davon gehen 300 an die Bande, ja. Aber dass es eine Story mit Red Dead Redemption gab, mit Untoten, das ist mir ehrlich gesagt sogar neu. Hier los. Sind wir zufällig in einem Gebiet mit, wo es ein wildes Tier gibt? Nee. Aber wir müssen der Pferde gar nicht mehr folgen. Ich glaube, der Tod ist schon markiert da auf der Karte. Ich finde das ja höchst interessant, ne? Also wenn man hier reitet, man findet so das ein oder andere Gimmick. Naja, das ist ja, da brauchen wir nur hier drum herum reiten. Warum ist denn da eigentlich ein Seil? Holy shit! Was ist denn hier passiert? Das sind ja ganz neue Methoden hier. Do you see? Das, holy shit. Das sind ja... Wie auch direkt auf den Stein springen, ne? Ich will einfach nur die Notiz untersuchen. Aus wie eine Schatzkarte. Do you see me? Erster Mordfallhinweis. Man muss irgendwo hochgehen. Könnte überall sein. Muss ich mir wahrscheinlich mal googeln. Holy shit. Gibt also noch mehrere, ja? Sammelt die passenden Teile der zerrissenen Landkarten, um das Geheimnis zu lüften. Wahrscheinlich bringt mir das gar nichts, weil ich nicht weiß, es wird wahrscheinlich irgendwo ein Gebiet mitten in der Walachei markieren. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich weiß übrigens gerade nicht, was das Pferd macht. Macht irgendwas, aber nicht das, was es soll. So. Er ist natürlich tot. Er ist ja nicht einfach nur tot, Alter. Die haben den ja richtig zerstückelt. Also, holy shit. Jetzt hier. Achso, Strawberry Valentine. Wer fällt ein? Das ist der kürzeste Weg. Und ich kann die Quest nicht machen, weil ich ein gesuchter Verbrecher bin oder was?